Hallo bei Musikmachen.de, der Max hier für euch von der Frankfurter Musikmesse 2013. Neben mir steht Herr Schneider vom Stand hier Alex 4. Bitte, Herr Schneider. Wir machen Vertrieb für elektronische Musikinstrumente, die von Einzelfirmen und kleinsten Herstellern, Manufakteuren und Lötern gebaut werden. Und da gibt es durchaus etwas Neues. Daraufhin leitend muss ich anfangen in der Geschichte der elektronischen Musik, die schon 1933 auch in den deutschen Landen, die kurz darauf dann politisch suspekte Kapriolen gemacht haben, Instrumente hervorgebracht haben, die damals mit suspekten Namen wie dem Volkstrautonium Karriere machen sollten, es aber nie geschafft haben, was vielleicht auch ganz gut ist für die damalige Zeit. Nun gibt es heute aber ein Remake von dem Trautonium, was vornehm Trautonium VT genannt wird, was hier hinter mir steht. Vorsichtshalber habe ich nochmal zur Erklärung die Einführung der Bedienungsanleitung von 1933 dahinter gehängt, damit man die Namen der durchaus nicht zu entnazifizieren Künstler, die damit in Verbindung standen, nochmal nachlesen kann. Das Trautonium fürs Volk, wie es dann ja sein sollte, wurde zwar gebaut, hat aber wenig Berühmtheit erlangt. Im Ganzen ging es dabei um die gleitende Wiedergabe von Tönen, wie man es auch auf einem Kontrabass oder auf einer Geige machen kann. Und heutzutage die eigentliche Neuigkeit auf der Messe ist die Absorption und die Herausnahme des Manuals, was in der Qualität, in der auch Herr Döpfer schon einmal eine etwas preiswertere Variante davon gemacht hat, dass man auf einem Gerät machen kann, hat jetzt der Herr Hiller das so nachgebaut, wie es auf dem Volkstrautonium und auf dem später sehr berühmt gewordenen Mixturtrautonium in der Anwendung durch einen gewissen Herrn Oskar Sala zum Beispiel bei der Komposition der Filmmusik für Alfred Hitchcocks Vögel verwendet hat, berühmt geworden ist. Und das Manual hier in der 90 cm Variante macht auch nichts anderes als leitende Töne oder eben tonal genau richtige Töne, indem ich dann diese Orientierungshilfen verwenden kann, die so gemacht sind, dass da ein normaler Finger, gehen wir mal von meinen breiten Daumen ab, dazwischen passt. Und gebaut hat das alles in feinster Handarbeit der liebe Herr Hüller aus dem, aus dem nicht ganz fernen Kassel. Sehr gute Arbeit, Herr Hüller, muss ich sagen. Dankeschön. Gut, wir sind raus damit. Also super Teil, vielen Dank.